Das zu Ende gehende Jahr 2021 stand unter dem Eindruck von Corona. Das, liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist eigentlich eine ungeheure Trivialität, dass das zu Ende gehende Jahr 2021 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stand. Und Trivialitäten gibt es in der Akademie nicht zu hören. Das meine ich auch nicht, wenn ich vom Eindruck spreche, sondern ich meine den Eindruck, den die 3D-Modellierungen des Coronavirus auf uns gemacht haben, wie man sie in der Tagesschau, in den Zeitungen sehen konnte. Das erste 3D-Modell des Coronavirus stammte von Alissa Eckert und Dan Higgins, zwei medizinischen Illustratoren der Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta. Und die beiden haben dieses Modell entwickelt und haben sich überlegt, welche Farben sollen die Spike-Proteine und der Körper des Virus bekommen und haben sich, wie Alissa Eckert in einem sehr interessanten Artikel in der New York Times mitgeteilt hat, für die Farben Grau und Rot entschieden. Wie man das auch hier auf dieser Abbildung sieht, die aus einer etwas späteren Phase stammt und schon die Unregelmäßigkeit der Verteilung der Spike-Proteine auf dem Viruskörper zeigt und die Farbe Grün statt Grau verwendet. Alissa Eckert hat erklärt, dass sie die Farben Grau und Rot verwendet hat, damit man im Frühjahr des Jahres 2020 erkennen konnte, dass das Virus eine Gefahr darstellt und schon die Farbwahl Grau und Rot diese Gefahr signalisierte. Und dass das eine bewusste künstlerische Entscheidung war, sieht man darin, dass man, wenn man das ursprüngliche Modell von Alissa Eckert und Dan Higgins zeigen will, der Getty-Agentur für die Bildrechte etwa 500 € zahlen muss. Und deswegen beispielsweise unsere Tagesschau dieses Modell gar nicht mehr verwendet. Eine künstlerische, bewusste Gestaltung, farblose Natur wird eingefärbt, um vor der Gefahr zu warnen. Das gibt es natürlich nicht erst seit diesem oder dem letzten Jahr. Ich stehe im Foyer unseres Hauptsitzes am Gendarmenmarkt in der Jägerstraße mitten in einer Ausstellung, in der Ausstellung von den Zeichnungen von Christian Gottfried Ehrenberg, Berliner Wissenschaftler, Begründer der Mikrobiologie in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und er verwendete die neuen Möglichkeiten von ungeheuer präzisen Mikroskopen, die am Gendarmenmarkt gebaut wurden, um die Berliner Erde zu analysieren, zum Beispiel die Erde im Tiergarten mit Schülern, die er zum Mikroskopieren heranzog. Und das, was er sah, zeichnete er, hier die Infusionstierchen, das, was in der Erde war. Und das zeichnete er. Und auch diese Zeichnungen haben, obwohl Ehrenberg das gar nicht wollte, Angst ausgelöst, weil Berlinerinnen und Berliner dachten, wenn es von diesen Infusionstierchen im Berliner Untergrund wimmelt, dann ist der ja völlig durchgehöhlt, ausgehöhlt. Und man muss befürchten, dass die Häuser einstürzen in der Innenstadt, wenn die Infusionstierchen wimmeln. Nun könnte man ja meinen, so wie die Angst der Berliner von Ehrenberg nicht geplant war, ist das eine 1:1-Abbildung der Natur. Ist es natürlich nicht. Sie erkennen, die Tierchen sind wohlgeordnet. So waren sie ganz gewiss im Mikroskop nicht zu sehen. Und Ehrenberg war Künstler, hat genauso künstlerische Entscheidungen getroffen wie Frau Eckert und Herr Higgins.
Und das sieht man an anderen seiner Zeichnungen. Ehrenberg hat nicht nur gezeichnet, was er beim Mikroskopieren gesehen hat, sondern auch das, was er auf Reisen erlebte. Und das ist eine bewundernswert schöne Zeichnung des Abtim-Storches auf einer seiner Afrika-Reisen. Er hat Alexander von Humboldt auf Reisen nach Russland begleitet und auch in Afrika ist er viel herumgereist. Der in Afrika verbreitete Abtim-Storch ist hier zu sehen und zeigt, auch Ehrenberg war Künstler und Wissenschaftler zugleich. Solche Abbildungen nach der Natur, deswegen sagen wir auch nach der Natur, sind immer auch künstlerische Entscheidungen. Ich habe Ihnen beides gezeigt. Das Eckert-Higgins'sche Modell des Coronavirus und seine späteren Bearbeitungen und Ehrenbergs Zeichnungen, weil sie Teil des Jahresthemas der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften waren, die Vermessung des Lebendigen. Das sind Versuche, durch Modellierung Lebendiges und Natur zu vermessen. Und wir haben auf dem Einstein-Tag vor kurzem miteinander diskutiert, was am Leben vermessbar ist und was natürlich am Leben auch überhaupt nicht vermessbar ist. Auch das hat wieder viel mit Corona-Pandemie zu tun. Da ist viel vermessen worden, Hospitalisierungsquoten, Inzidenzzahlen, Totenzahlen. Und es ist gleichzeitig auch deutlich geworden, was man nicht vermessen kann in einer solchen Pandemie. Was fehlt, dass wir Kaffee trinkend am Rande des Leibniz-Saals oder hinterher beim Empfang im Einstein-Saal zusammenkommen und miteinander sprechen und uns unterhalten. Die Plauderquote an Kaffeetischen, die doch so viel zu Wissenschaft beiträgt, ist nicht vermessbar und auch nicht vermessen worden. Unser Jahresthema hat eine große Rolle gespielt und dankenswerterweise haben wir viele Veranstaltungen gehabt zu diesem Jahresthema und auch sonst in der Akademie, trotz der Pandemie. Ich habe Ihnen das Modell, das 3D-Modell des Virus, aber auch noch aus einem anderen Grund gezeigt. In den letzten Monaten mussten wir erleben, dass die unter uns, unter unseren Mitgliedern, die sich in der Erforschung dieses Virus engagiert haben, angegriffen worden sind. Angegriffen worden sind von Teilen der Öffentlichkeit, aber auch von Teilen der Medien. Die Lockdown-Macher war ein besonders extremes Beispiel übertitelt. Ich kann an dieser Stelle nur versichern, dass die Berlin-Brandenburgische Akademie nicht stumm und still hinnehmen wird, wenn diese Form von Forschung und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angegriffen werden. Wir stehen nicht nur hinter unseren Mitgliedern, die sich für Forschung engagieren, sondern wir stehen hinter allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und wissen uns verbunden mit den Institutionen der Wissenschaft in diesem Land, die für die Freiheit der Wissenschaft eintreten. Wir haben eine Arbeitsgruppe, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die sich mit Wissenschaftsfreiheit beschäftigt. Aber wir nehmen auch Partei für die Freiheit der Forschung und setzen uns dafür ein, dass man über das Coronavirus forschen kann und nicht um Polizeischutz nachsuchen muss und dass man um das Coronavirus sich Gedanken machen kann und nicht mit Fehlmeldungen in Zeitungen und Zeitschriften angegriffen wird. Denn davon sind wir felsenfest überzeugt, nur mit mehr Forschung und nur mit Aufklärung über Resultate von Forschung bleibt diese Gesellschaft eine menschliche Gesellschaft, kann Gesundheit und gutes Leben in der Gesellschaft ausgebreitet werden, mit Aufklärung über Wissenschaft. Und das ist ja die Funktion einer Akademie, auch schon 2 Jahre vor dem Kant-Jahr, Laboratorium der Aufklärung zu sein und sich Gedanken darüber zu machen, wie gutes Wissen in der Gesellschaft ausgebreitet werden kann. Ich möchte aber nicht nur Partei nehmen, sondern auch ganz herzlich danken.
dass wir in einem Corona-Jahr so unglaublich viele Veranstaltungen durchführen konnten, so viele Vorträge hören konnten, so viele Mittagssalons stattgefunden haben, dass wir digital und manchmal auch in Person zusammenkommen konnten, Veranstaltungen anbieten konnten. Das lag daran, dass Akademieleben zwar anders stattgefunden hat als in vielen Jahren zuvor, aber Akademie ganz lebendig und munter war, voller wissenschaftlicher Einsichten. Und ich möchte ganz, ganz herzlich allen danken, die sich engagiert haben, allen danken dafür, dass sie immer wieder mit neuen Ideen, mit neuen spannenden Impulsen aus ihrer eigenen Forschung das Akademieleben und das, was Akademieleben ihren Freundinnen und Freunden bieten konnte und der ganzen Öffentlichkeit bereichert und mitgestaltet haben. Nun muss ich freilich auch noch davon sprechen, dass wir ja alle in diesem zurückliegenden und zu Ende gehenden Jahr etwas von der Brüchigkeit des Lebens und der Unsicherheit erlebt haben. Wir haben Mitglieder durch Tod verloren, an die wir uns erinnern und denken. Wir haben selber gespürt, wie unmittelbar wir mit Unsicherheit zu tun haben. Wir lernen, wie unsere Großväter und Großmütter leben mit einer Pandemie, wie sie lernten, mit Seuchen zu leben. Und wir erleben, dass in einem hochkompetitiven, in einem sehr schnellen Forschungsfeld wie der Virologie und Epidemiologie dieses Virus man gelegentlich Positionen wieder zurückziehen muss und aufgeben muss und also Unsicherheit auch selbst mit der allerbesten Wissenschaft verbunden ist. Wir haben über Kommunikation dieser Unsicherheit, über transparente öffentliche Darstellung von Unsicherheit und damit über Bewältigung von Unsicherheit in der Versammlung, in unseren Diskussionen nachgedacht. Und wir werden diese Diskussion im Sommer im Umfeld des Leibniz-Tages fortsetzen. Ich wünsche Ihnen allen zum Ende dieses Jahres, in dem so viel Unsicherheit und Brüchigkeit zu spüren war, das, was wir Weihnachten feiern, das Wunder der Geburt eines Kindes, das Leben zwar vermessen werden kann, aber es immer noch ein Wunder ist, wenn Leben entsteht und nicht Nicht-Leben entsteht. Und dass, um Leben zu verstehen, dieses Wunder der Entstehung des Lebens, das Wunder der Geburt, einem Fröhlichkeit und Zuversicht geben kann in unsicheren und schwierigen Zeiten. Und so wünsche ich Ihnen allen, die hier zuschauen, allen Mitgliedern der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, all ihren Freundinnen und Freunden, allen, die hier zuschauen, Zuversicht, Mut, angesichts von Unsicherheit und Brüchigkeit am Ende dieses Jahres und fröhliche Zuversicht für den Weg in ein neues Jahr 2022, das Glück bringen möchte, Gesundheit bringen möchte und hoffentlich ein Wiedersehen in Präsenz hier in Berlin, in unseren Häusern, in Potsdam, in Rostock und Leipzig, überall dort, wo Berlin-Brandenburgische Akademie als ein lebendiger Marktplatz von Wissenschaft, als ein Laboratorium der Aufklärung in manchmal aufklärungskritischen und feindlichen Umständen dasteht und leuchten möge und Ihnen allen durch dieses Leuchten Zuversicht vermitteln möchte. Vielen Dank.